Bestrebungen der saarländischen Regierung, das Saarland an das internationale Fluglinienetz anzuschließen, werden immer mehr forciert. So wurde auf dem Enzheimer Flughafengelände die erste Halle in ihrer Stahlkonstruktion fertiggestellt. Die Ausmaße der geplanten Rollbahn werden es ermöglichen, dass auch Reisemaschinen größerer Typen Enzheim anfliegen können. Aus dem Stahlgerüst ist ein ausgewachsener, wenn auch immer wieder umstrittener Flughafen geworden. Herzlich willkommen zu einem neuen Sellemolz. Es wird eine luftige Sendung. Nur Fliegen ist schöner als die vielen spannenden Rückblicke auf die saarländische Luftfahrtgeschichte, die wir für Sie rausgesucht haben. Schon in den 30er Jahren wurde hier auf der Enzheimer Höhe mit dem Bau eines Flugfeldes begonnen. Aber noch bis in die 50er Jahre hoben Flugzeuge aus Saarbrücken von einer anderen Stelle ab. Wissen Sie noch von welcher? Ein kleiner Tipp, es war direkt neben der Saar. Hinter der Stiftskirche in Saarbrücken St. Arnual ist es heute beschaulich, wenn man einmal die Geräuschkulisse der nahen Autobahn auslässt. Hingegen herrschte besonders in den 30er Jahren auf und über dem Wiesengelände zwischen der Kirche und dem Altarm der Saar bei Brebach lebhafter Flugbetrieb. Alfred Meyer erinnert sich. Vor dem Krieg war hier eine große Flughalle. Die hat noch zurückgestanden vom Ersten Weltkrieg. Und auf der Flugplatz hat eine Halle gestanden, wo Sonntagsbetrieb war. Haben wir unser Bier getrunken und unser Schnäppchen getrunken und haben auch mal getanzt. War schön gemütlich da bei uns. Seine große Stunde hatte das Flugfeld auf den St. Arnualer Wiesen heute genau vor 50 Jahren. Ein Saarbrücker, dessen große Leidenschaft auch heute noch der Fliegerei gilt, ist der ehemalige Buchhändler Bernhard Güth. Am 17. September 1928 wurde die erste Flugstrecke eröffnet, und zwar Frankfurt-Saarbrücken-Paris mit einem Flugzeug der Gesellschaft Farman. Die alte Flugzeughalle. Heute ist von ihr nichts mehr zu sehen. Verschwunden sind auch alle anderen Einrichtungen. Nur Erinnerungen sind noch lebendig. In den Flugzeugen gab es unter anderem auch schon eine Tüte, die wohl Seltenheitswert haben durfte. Die sogenannte Kotztüte. Also sie wurde nicht allzu oft so gebraucht, nicht wahr? Die Flugzeuge flogen ja doch verhältnismäßig langsam und ruhig. Und es war interessant, auf dieser Tüte steht nämlich nach Gebrauch nicht aus dem Flugzeug werfen, sondern schließen und auf den Boden stellen. Denn man in den langsamen Maschinen, Merkur und so weiter, konnte man noch das Fenster öffnen und hätte zum Schluss so eine Tüte rauswerfen können. Das wäre ziemlich unangenehm gewesen, wenn sie den Falschen getroffen hätte. Saarbrückens frühe Fluggeschichte ist nicht ungetrübt. Vier Tote, als am 13. Juni 1931 eine Lufthansa-Maschine kurz nach dem Start abstürzte. Kein Fortschritt ohne bitteren Preis, hieß es auch damals schon. An den Deutschlandflug 1935 erinnern sich sicherlich noch viele Saarländer, denn Zehntausende von Besuchern waren damals zu den St. Arnualer Wiesen gekommen. Elli Beinhorn, die bekannte Kunstfliegerin, musste hier die einzige Bruchlandung in ihrer ansonsten recht glänzenden Fliegerkarriere hinnehmen. Beim Blick in die Vergangenheit dürfen die Zeppeline nicht fehlen, die den Saarbrücker Flughafen anflogen. 1935 machte Graf Zeppelin Sensationsschlagzeilen. Ballon- und Zeppelinflüge in und um Saarbrücken allerdings gab es schon lange, bevor sich die St. Arnualer Wiesen zum Verkehrsflughafen mauserten. Noch friedlich waren die Zeiten, als Oswald Kahnt 1911 mit seinem gerade Eindecker in St. Arnual landete. Die erste Frau, die in Saarbrücken einen Mitflug wagte, war Else Erhardt, ebenfalls 1911. Paul Erhardt, ein Verwandter von Else, ließ sich als einer der ersten saarländischen Piloten feiern. Beim Bau der Autobahn Saarbrücken-Mannheim wurden dann die letzten Spuren des Flughafens auf den St. Arnualer Wiesen getilgt. Ohne dies hatte es nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch ein kurzes Zwischenspiel durch die französischen Militärbehörden und eine saarländische Flugsportgruppe gegeben. Erst ab den späten 60er Jahren wurde hier in Enzheim abgehoben und gelandet.
Im Jahr 2023 hat der Saarbrücker Flughafen 309.000 Passagiere verzeichnet. Ein leichtes Plus zum Vorjahr und trotzdem wird immer noch regelmäßig über den Saarbrücker Flughafen gestritten. Ist er wirtschaftlich? Diese Frage war von Anfang an sein ständiger Begleiter. Mit dem ersten offiziellen Start einer Beechcraft Queen Air Anfang dieser Woche hat Saarbrücken wieder Anschluss an das innerdeutsche Flugnetz gefunden. Mit der Aufnahme des Verkehrs zwischen Saarbrücken, Köln-Wahn und Düsseldorf ist gleichzeitig der erste Schritt getan, um das Prädikat Flughafen Ensheim nicht nur im juristischen Sinn führen zu dürfen. Die zweimal täglich um 7.30 Uhr und 17 Uhr in Saarbrücken startenden zweimotorigen Maschinen können jeweils 6 Personen befördern. So erfreulich diese Entwicklung für das Saarland ist, so wenig kann man davon sprechen, dass auch schon für den Mann mit Durchschnittseinkommen diese Einrichtung ohne weiteres erschwinglich ist. Dennoch kostet der einfache Flug bis Köln 88 und bis Düsseldorf 98 Mark, Hin- und Rückflug 176 bzw. 196 Mark. Freilich hat in diesem Zusammenhang das Schlagwort Geltung: Zeit ist Geld. Die Benutzung des Flugzeuges bedeutet Zeitgewinn. Und wessen Zeit kostbar ist, der wird hier wohl kaum zögern. Dass es keinen Zubringerdienst zu einem der großen deutschen Flughäfen gab, ist in den letzten Jahren immer wieder bemängelt worden. Dazu fehlten aber sowohl die finanziellen als auch lange Zeit die technischen Voraussetzungen. Gegen einen Zubringerdienst mit den meist nur viersitzigen Sportmaschinen sprachen neben kaum denkbarer Rentabilität auch psychologische Gründe. Der komfortgewöhnte Mensch verzichtet nicht gern auf die üblichen Bequemlichkeiten während seiner Reise. Die Reize sportlicher Enge dagegen überlässt er gern dem Individualisten. Zudem wird, so rechneten Experten aus, ein reiner Zubringerdienst erst ab etwa 20 Personen je Flug rentabel. There is your IFR clearance, Saarbrücken, Düsseldorf. You are cleared to the Düsseldorf Airport via Airway Red 7, Green 7, Flight Level 60. After takeoff, proceed to Golf Tango Quebec and cross Golf Tango. Mittlerweile wurden die wichtigsten technischen Voraussetzungen für eine solche Abwicklung des Luftverkehrs in Ensheim geschaffen. Neben der grundsätzlichen Bedingung des Sprechfunkverkehrs wurde vor wenigen Tagen eine 900 Meter lange Start- und Landebahn freigegeben. Seit derselben Zeit ermöglichen Landebahnfeuerung und Leuchtfeuer auch den Anflug bei Dunkelheit. Für diese erste Ausbaustufe stellte das Land 950.000 Mark zur Verfügung. Das bedeutet aber nicht, dass die Flughafengesellschaft und damit die Landesregierung zufrieden sind. Das Hauptaugenmerk der Planer im Wirtschaftsministerium ist jetzt auf den zukünftigen Nahluftverkehr gerichtet. Um hier den Anschluss nicht zu verlieren und damit erneut um Jahrzehnte zurückgeworfen zu werden, wird das Land tief in die Tasche greifen müssen. Etwa 8 Millionen Mark wird der Ausbau kosten, bis der Flughafen den derzeit vorgesehenen Endausbau erreicht hat. Am 1. April 1968 will die deutsche Lufthansa die ersten 10 von insgesamt 21 Kurzstrecken-Strahlverkehrsflugzeugen des Typs Boeing 737 einsetzen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt müsste das Saarland die technischen Voraussetzungen geschaffen haben. Das heißt, die gegenwärtige Piste um weitere 900 Meter auf 1800 Meter verlängern und auf 35 bis 45 Meter verbreitern. Den rein kommerziellen Gesichtspunkt der Rentabilität darf man bei einer in die Zukunft gerichteten Verkehrsplanung zunächst wohl nicht überbewerten. Wichtiger als ein finanzielles Plus ist im Augenblick, den Flughafen Ensheim auch für große Luftfahrtgesellschaften so attraktiv zu machen, dass sie ihn in ihr Verkehrsnetz sozusagen einplanen müssen. Auch der Süddeutsche Flugservice wird zunächst kaum Gewinn abwerfen. Daher haben sich das Saarland mit 60.000 Mark und Nordrhein-Westfalen mit 220.000 Mark an einer Ausfallbürgschaft beteiligt. Die Regierung weiß offensichtlich, dass sie mit den bisherigen Investitionen eine Position geschaffen hat, die nur noch den Weg nach vorn erlaubt. Ministerpräsident Dr. Röder sagte uns dazu: Ich freue mich sehr, dass es möglich war, unser Flugplatz Ensheim mit einer provisorischen Startbahn von 900 Metern in Betrieb zu nehmen. Das ist aber nur ein provisorischer Ausbau, wie ich schon sagte. Wir haben vor, die Startbahn auf 1800 Meter zu verlängern, 35 Meter breit zu machen und für eine Tragfähigkeit von 50 bis 60 Tonnen. Das würde ausreichen, dass normale Mittelstreckenflugzeuge
hier starten und landen können. Der erste prominente Gast war am Wochenende Ministerpräsident Meyers von Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich, der erste offizielle Passagier hier auf unserem neuen Flugplatz. Ja, ich habe gesehen, das ist nicht mehr so wie früher. Ja, ich habe gesehen, wie Sie sich verbessert haben. Wir haben jetzt Start- und Landebahn. Ja, ich freue mich sehr, dass es Ihnen gelungen ist, hier diesen Flughafen jetzt so auszubauen, dass Sie hier auch mit Linienflugzeugen von Düsseldorf landen können. Ich hoffe, dass das die Entfernung unserer beiden Länder noch mehr verkürzt, als es schon bisher der Fall gewesen ist. Mit Zahlen lässt sich der Optimismus noch nicht begründen, bestenfalls mit einem Rückblick. Bereits vor über 30 Jahren wurden von dem Gelände in St. Arnoal linienmäßig Paris, Berlin, München und Hamburg angeflogen. Und Verbindungen, gleich in welcher Hinsicht, sind heute wichtiger denn je. Die Start- und Landebahn und ihre Länge, auch das ein Dauerbrenner-Thema. Und natürlich Flugsicherheit. Für die wurde früher unter anderem von hier aus gesorgt, vom ehemaligen Tower. Heute geht das per Fernsteuerung aus Leipzig. Fliegen ist dank technischer Entwicklungen zwar immer sicherer geworden, aber auch im Saarland sind Flugzeuge abgestürzt. Auch Saarbrücken blieb nicht von der Düsenjägerplage verschont. Es war wie in den schlimmsten Tagen der Bombenzeit, als der führerlos gewordene kanadische Düsenjäger sich auf dem Rodenhof in Saarbrücken in eine Häuserreihe bohrte. Zum Glück befanden sich alle Hausbewohner in den nach hinten gelegenen Räumen, so dass keine Menschenleben zu beklagen waren. Beim Aufschlag war der Tank der Maschine vom Typ F-86 explodiert und der Treibstoff bot den Flammen reichlich Nahrung, die sich auch auf die Nachbarhäuser ausdehnten. Doch die herbeieilten Feuerwehren und Polizeieinheiten konnten bis zum Einbruch der Nacht des Feuers Herr werden. Nur knapp einer Katastrophe entgangen, ist heute Vormittag die Bevölkerung der Gemeinde Obertal im Kreis St. Wendel. Gegen 10 Uhr war eine Militärmaschine vom Typ Starfighter F-104 über dem Ortsteil Gronich abgestürzt. Flugzeugteile, die in einem Umkreis von fast einem Kilometer um die Absturzstelle durch die Luft geschleudert wurden, richteten zwar großen Sachschaden an, aber wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Der Pilot der Maschine konnte sich vor dem Absturz mit dem Schleudersitz in Sicherheit bringen. Ob die Maschine kurz vor oder erst während des Aufpralls explodierte, war bisher nicht zu klären. Sicher ist, dass der Rumpf des Düsenjägers sich hinter einem Wohnhaus tief in die Erde bohrte. Drei Häuser in unmittelbarer Nähe der Absturzstelle gerieten in Brand, zahlreiche weitere Gebäude wurden durch umherfliegende Wrackteile mehr oder weniger stark beschädigt. Der Pilot, ein 38-jähriger Hauptmann der kanadischen Luftwaffe, war heute Morgen in Söllingen, Baden-Württemberg, zu einem Übungstiefflug gestartet. Als Absturzursache wird ein Triebwerkschaden angenommen, da Zeugen am Heck des Düsenjägers Flammen gesehen haben wollen. Amerikanische und kanadische Offiziere haben inzwischen Ermittlungen aufgenommen. Trotz des Absturzes gingen im Luftraum über Obertal die Übungsflüge während der Aufräumungsarbeiten weiter. Die Bevölkerung im Nordsaarland ist schon seit langem wegen der Tiefflüge von Militärmaschinen stark beunruhigt. Der saarländische Innenminister Alfred Wilhelm informierte sich kurz nach dem Unglücksfall an der Absturzstelle. Glieder, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Dein Leben, das ist ein Schweben durch die Ferne, die keiner bewohnt. Wir haben jetzt mal schnell den Ort gewechselt, von Ensheim nach Hermeskeil. Gut 80 Kilometer Fahrt, unsere war unspektakulär, besonders im Vergleich zu ihrer. Diese Vickers VC-10 war Anfang der 80er zum letzten Mal geflogen und in Ensheim gelandet. Von dort aus ging es dann auf der Straße weiter. Ein filmreifer Transport bis hierher, mitten in den Hunsrück, ins größte private Flugzeugmuseum Europas. Thank you.
23. März, 15 Uhr, Endstation. Die Vickers VC-10 mit dem Kennzeichen GARVS war zum letzten Mal in der Luft. Eine britische Crew hat sie von Abu Dhabi am Persischen Golf nach Saarbrücken-Ensheim geflogen. Jetzt kommt sie in ein Flugzeugmuseum. Schlechtes Wetter beschert dem Riesenvogel noch ein paar Wochen Ruhe. Dann beginnen Monteure der Hermeskeiler Flugzeugschau in Ensheim mit der Demontage. Das Flugzeug, Neupreis rund 55 Millionen Mark, war die Präsidentenmaschine der Vereinigten Arabischen Emirate. Großzügig, aber keineswegs orientalisch eingerichtet. Der Präsident hat sich bei der Lufthansa eine neue Maschine gekauft und die VC-10 in Zahlung gegeben. Doch die Lufthansa hatte keine Verwendung dafür. Die fällige Generalüberholung hätte Millionen gekostet. Außerdem frisst die 15 Jahre alte VC-10 viel mehr Sprit als moderne Maschinen. Weil sie aber zum Verschrotten doch noch zu schade war, wurde sie an die Flugausstellung Hermeskeil verkauft, ein privates Flugzeugmuseum im Hunsrück. Leo Junior, Besitzer der Flugzeugschau, will nicht verraten, was er dafür bezahlt hat. Ziemlich sicher ist, die Montage, Transport und Wiederaufbau werden teurer als der Kauf. Mit zum Teil einfachsten Hilfsmitteln zerlegen die Monteure die Maschine. Die Tragflächen, zum Beispiel jede über 15 Tonnen schwer, werden mit Hilfe von hydraulischen Wagenhebern und unterbauten Eisenbahnschwellen aus dem Rumpf gelöst und langsam zu Boden gelassen. Erst zum Verladen brauchen die Leute vom Museum wieder einen Kran. Nach 3 Wochen Arbeit ist der 82 Tonnen schwere Vogel tranchiert. Der Abtransport der Teile kann beginnen. Weil die VC-10 im Museum wieder möglichst originalgetreu dastehen soll, wurden große Stücke nicht weiter zerteilt. Die Tragflächen, 20 Meter lang und 8 Meter breit, werden als Ganzes über die Autobahn gefahren. Der dickste Brocken kommt am Schluss, der Rumpf, 40 Meter lang und fast 6 Meter Durchmesser. Für ihn sind die Autobahnbrücken zu niedrig. Deshalb ist er nur auf einer genau ausgetüftelten Strecke durch Saarbrücken und über Landstraßen nach Hermeskeil zu bringen. Sogar an breiten Straßeneinmündungen gibt's Probleme und manches Verkehrsschild muss vorübergehend weichen. Kann ich schon bei den Leuten keinen Strom holen? Ja, da muss mindestens 15 Ampere. Die einzig mögliche Route führt mitten durch die Saarbrücker Innenstadt. Hier vollbringen die Fahrer des Schwertransports Ware, Slalom, Kunststücke. Keine Verkehrsampel, kein Telefonhäuschen muss abgebaut werden. Und weder Flugzeug noch Häuser kriegen den geringsten Kratzer ab. Nach 10 Stunden Fahrzeit kommt der Konvoi in Hermeskeil an. Hier soll die Vickers VC-10 in etwa 2 Monaten wieder in voller Pracht aufgebaut sein. Dann ist sie zusammen mit 15 anderen Flugzeugen zu besichtigen. Und seitdem steht der Vogel hier, wieder feinsäuberlich zusammengebaut, als wäre er nie tranchiert worden.
Flugplätze sind natürlich zu klein für solche Riesen wie die VC-10. Im Saarland haben wir ja noch einige Flugplätze, zum Beispiel in Düren. Einer seiner Artgenossen fiel vor einigen Jahren Ford zum Opfer, als der US-Autobauer nach Saarlouis kam. Wir nehmen Sie mit in die idyllische Zeit davor. Urlaub. Für viele heißt das Ausspannen, faul in der Sonne liegen, endlich einmal nicht früh aufstehen müssen. In den Zelten am Rand des Flugplatzes Saarlouis-Roden aber fängt der Tag schon um 6 Uhr morgens an. Waschen, rasieren, das ist selbstverständlich für den gepflegten Camper. Frühstück gibt es später. Viel später. Denn zuerst ist für die Segelflieger, die hier ihren Urlaub verbringen, Wichtigeres zu tun. Ausnahmen werden nur in einem Fall gemacht. Und zwar in diesem. Für die übrigen Teilnehmer am Segelfluglehrgang beginnt die Arbeit. Das Vergnügen, behaupten die Flugsportler. 5 Flugzeuge stehen in der Halle der Flugsportfreunde Saarlouis-Dillingen. Eine Motorsportmaschine Fiesler Storch und 4 Segler. Wenn am Morgen die Halle ausgeräumt wird, helfen alle mit, Clubmitglieder und Gäste. Und der Verein hat viele Gäste. Jetzt beispielsweise eine Kölner Gruppe, die hier Ferien macht und das gemeinsame Hobby pflegt. Mit Begeisterung und Ausdauer, das ist die Voraussetzung für alle, die sich für den Segelflugsport interessieren. Freizeit, die nicht auf dem Flugplatz verbracht wird, gibt es für die Segelflieger kaum. Denn jeder Start wird sorgfältig vorbereitet und jeder noch so kurze Flug bedeutet Arbeit, die vorher geleistet werden muss. ...2400 Arbeitsstunden waren beispielsweise zum Bau der Bergerwinde nötig, bevor sich das erste Segelflugzeug von 180 PS gezogen in die Luft heben konnte. Den ganzen Winter über halfen die Clubmitglieder beim Bau der Doppelwinde mit, die anhand von Plänen in der eigenen Werkstatt entstand. 900 Meter lang sind die Startseile. Knapp unter dem Haken, der am Segelflugzeug befestigt wird, sitzt ein kleiner Fallschirm. Wenn nach dem Start das Seil in der Luft ausgeklinkt wird, öffnet sich der Schirm und bremst so den Fall des Seils. Der Sputnik, ein altes, halb ausgeschlachtetes Auto, transportiert die Seile von der Winde zum Start. Über Telefon erhält dann der Mann an der Winde die Startkommandos. Rhönlerche fertig zum Start. Seil straff, frei. Das Flugzeug hebt sich vom Boden. Und Ende, sagt dann der Startleiter am anderen Ende der Leitung. Erst zahlen, dann fliegen. Diese zarte Aufforderung gilt für alle. Für die Sportfreunde des Vereins, die Clubmitglieder selbst und für interessierte Zuschauer, die sich für 6 Mark als Passagiere in einem Segelflugzeug einmal die Welt von oben ansehen wollen. Einsteigen. Auch ein alter Hase kann damit seine Schwierigkeit haben, bis er sich in den engen Sitz geklemmt hat. Anschnallen, Haube zu. Das Seil wird eingeklinkt und Start. Gleich darauf startet Fluglehrer Job. Die Doppelwinde mit ihren 2 Seilen ermöglicht jeweils 2 Starts kurz hintereinander. Gespannt verfolgen die Zuschauer die Demonstration von Gefahrenzuständen, die der Fluglehrer in der Luft provoziert und souverän wieder auffängt. Inzwischen hat sich bereits die nächste Maschine in die Luft erhoben. Das private Motorflugzeug eines Clubmitglieds kreist über den Platz und der Stadt Dillingen. Bei gutem Wetter und genügender Höhe reicht der Blick bis an die Mosel. Bei schlechtem Wetter, ja, bei schlechtem Wetter müssen die Segelflieger, wie alle anderen Leute, mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Und schlechtes Wetter ist für sie im Allgemeinen schon, wenn keine Sonne scheint. Denn nicht, wie oft von Laien angenommen wird, der Wind trägt das Segelflugzeug, sondern die von der Sonne erwärmte aufsteigende Luft. Ein Bart, wie die Segelflieger es nennen. Hangaufwind gibt es nur in den Bergen.
Die Segelflieger im Flachland sind also im Allgemeinen auf die Sonne angewiesen. Eine Ausnahme bilden die Dillinger Flugsportfreunde. Nicht etwa, dass sie sich als besonders gute Flieger bezeichnen, obwohl sie mit Recht darauf stolz sind, in einer einzigen Woche 5 erfolgreiche 5-Stunden-Dauerflüge gestartet zu haben. Die Ausnahme ist durch die günstige Lage des Platzes gegeben. Der Flugplatz Saarlouis-Roden liegt dicht neben der Dillinger Hütte. Schornsteine und Hochöfen der Hütte stoßen ununterbrochen Warmluft aus und erzeugen damit die günstigen Thermiken für die Segelflieger. Was dem einen Sin Uhl, dem anderen Sin Nachtigall. Der Qualm aus dem Hüttenwerk, der manchen Dillingern unangenehm sein mag, ist für die Segelflieger eine Quelle des Vergnügens. Ein Vergnügen, das sie oft in 2000 Meter Höhe über der Hütte genießen können. Sogar abends, wenn die Sonne längst untergegangen ist, können die Segler, durch den Hüttenauftrieb getragen, noch hoch in der Luft ihre Kreise ziehen. Wenn natürlich Gäste da sind, wird etwas früher Schluss gemacht, um die Abende im großen Kreis zu feiern. Zuvor beteiligen sich alle am Einstellen der Flugzeuge. Vorsichtig, um keine der sperrigen Tragflächen zu beschädigen, werden die großen Segler in die Halle gerollt. Der Sputnik fährt ein und wenn noch irgendeine Kleinigkeit zu reparieren ist, wird das noch am gleichen Abend erledigt. Denn am nächsten Morgen muss alles vollkommen in Ordnung sein. Sicherheit ist das strengste und oberste Gesetz. Dadurch ist es dem Club gelungen, während seines fast 10-jährigen Bestehens bei mehr als 10.000 Starts jeglichen Unfall zu vermeiden. Wenn die Tür geschlossen ist und die Zuschauer den Platz verlassen haben, beginnt der Abend. Der gemütliche Teil des Abends am Lagerfeuer mit etwas Romantik und Mondschein. Das gehört einfach dazu. Ach ja, über den Wolken, grenzenlose Freiheit. Zum Abschluss unseres Drehs genehmigen wir uns jetzt noch einen Kaffee und ein paar Kuchenkalorien. Genau das Gegenteil vom Gefühl der Schwerelosigkeit. Das können wir Ihnen aber noch verschaffen mit einem Drohnenflug über die Hermeskeiler Ausstellung. Guten Flug und bis bald.